Ja, herzlich willkommen, Oliver Janich, hier im großen Interview bei Auf 1. Hallo Stefan. Es freut mich sehr, dass wir es heute schaffen, denn die letzte Aufnahme, der letzte Versuch für ein Interview, ich habe es mir angesehen, ist 16 Monate her. Das war am 17. August 2022, da saß ich auch hier in diesem Studio. Und dann bekam ich eine Nachricht von dir, ich werde gerade verhaftet. Und dann haben wir geglaubt, ist das ein schlechter Scherz, was ist jetzt wirklich los? Wir haben hier gewartet und gewartet, versucht mehr rauszubekommen. Komisch warst du dann nicht mehr erreichbar. Und tatsächlich wurde dir in diesem Moment vor diesem Interview zu Hause die Türe eingetreten auf den Philippinen und man hat dich festgesetzt und man hat dich verhaftet. Und wir haben noch jetzt die Bilder von der Verhaftung aus dem philippinischen Fernsehen. Das schauen wir uns als Erinnerung ganz kurz nochmal an, um die Brisanz dieses Interviews nochmal zu betonen. Ich habe heute um 9.30 Uhr auf ein Interview mit Oliver Janich über Zoom gewartet. Kurz vor 9.30 Uhr hat er mir dann auf Telegram geschrieben, ich werde gerade verhaftet. Im Interview wollten wir über neue Erkenntnisse zur Freimaurerei sprechen, über Geheimgesellschaften, über Zusammenhänge und Hintergründe, die Oliver Janich mühsam recherchiert hatte. Wir haben dieses Interview länger vorbereitet, weil wir wussten, dass wir hier ein sehr heißes Eisen anpacken. Das Interview konnte natürlich dann nicht stattfinden. Pagpasok sa kwartong ito sa isang resort sa Romblon, mabilis na pinadapa at pinusasan ng PI Fugitive Search Unit, Romblon Police, at isa ang German Fugitive na si Oliver Janich, 23 anyos. Das waren tatsächlich sehr ereignisreiche Stunden. Ich habe dann im Anschluss sofort versucht, die Öffentlichkeit zu informieren. Ich wusste ja auch nichts, außer dass du tatsächlich weg warst, die uns dann Stunden später auch offizielle Stellen bestätigt haben. Was ist da passiert an diesem Tag, Oliver? Was kannst du das noch mal ganz kurz Revue passieren lassen, bevor wir zum Stand der Dinge kommen? Ja, also erstens muss ich sagen, dass du offensichtlich schuld bist an meiner Verhaftung, weil es war eben eine Stunde vor einem sehr brisanten Interview mit brisanten Themen. Und was ja viele nicht wissen, aber du hast mir schon gesagt, ich kann es ausplaudern, wir hatten schon einmal ein Interview, wo dann eure Anwälte gesagt haben, oh, das ist uns doch ein bisschen zu heiß. Und ich war auch einverstanden und gesagt, okay, wir wollen nichts riskieren. Das heißt, ich bin schon die ganze Zeit immer vorsichtig mit dem, was ich sage. Deswegen regt mich das umso mehr auf, was da passiert ist. Und ja, also die Tür direkt eingetreten haben sie nicht, weil wir haben aufgemacht dann. Aber da waren 20, 30 Leute, ja, man hat es ja wahrscheinlich jetzt gesehen. Ich finde es nicht schön, dass du das gezeigt hast, weil ich stehe da in Unterhosen da, das sieht irgendwie scheiße aus. Aber das gehört wahrscheinlich zur Entwürdigungsmasche auch. Ich meine, die haben das gefilmt und gebracht, ja. Wobei es üblich ist hier, also es war jetzt kein unübliches Vorgehen, außer für so einen Fall. Aber die wussten ja nicht, worum es geht, da kommen wir gleich drauf. Ja. Die dachten ja, dass irgendein gefährlicher Rechtsextremist sich hier versteckt. Und es war vor allem für meine Frau halt sehr traumatisch, weil die halt hochschwanger war zu dem Zeitpunkt schon. Und ich habe eigentlich mehr damit verbracht, dann sie zu beruhigen. Ich konnte sie aber, weil ich sofort die Handschellen auf den Rücken gekriegt habe, konnte ich sie nicht umarmen und trösten. Ja, das war also wirklich ganz schrecklich und sehr traumatisch. Ja, eine Zeit lang war es auch beim Klingeln schreckt man hoch und solche Sachen. Ja. Und sie wollte auch eine Zeit lang gar nicht mehr ins Resort zurückkommen. Jetzt sind wir auch in einem anderen Ort innerhalb des Ressorts, ja, den Ausblick siehst du hinten. Also es waren schon dramatische Stunden und wegen einem Telegram-Post. Ja. Ja. Das ist unglaublich. Ja, da kommen wir jetzt dann gleich dazu, denn wie du sagst, es war schon, hat alles schon sehr inszeniert gewirkt, also jetzt systematisch angelegt von Seiten deiner Häscher, denn dass die Kamera so eine Verhaftung mitbegleitet, dass das dann sofort nach außen kommuniziert wird. In den deutschen Medien hat man ja auch sofort gelesen, Verschwörungstheoretiker Oliver Janich verhaftet und so weiter. Also das war schon ziemlich abgestimmt, auch medial abgestimmt. Und du wurdest dann auf ein Boot gebracht und wurdest dann in ein Anhaltelager, in eine Zelle oder wo wurdest du dann hingebracht? Wie ging es dann weiter? Weil das waren ja auch unsichere Monate. Du warst ja fast 6 Monate in diesem Zustand, in der Festsetzung dort.
Ja, also ein Detention Camp heißt es hier, glaube ich, Detention Camp, ja. Also, ob das jetzt so abgestimmt war, da wäre ich jetzt vorsichtig. Also, wenn die High-Level Verhaftungen haben, dann machen die das so, dass sie das auch bringen. Also, ich würde denen da auch gar keinen Vorwurf machen, sondern die dachten ja, aufgrund der Informationen der deutschen Behörden, dass sie da einen gefährlichen Mann vor sich haben. Ja? Und auch im Gefängnis. Die wollten mir eine Einzelzelle geben. Ja, ob das jetzt ein Nachteil gewesen wäre, ist eine andere Sache. Aber weil ich so gefährlich, weil die glaubten, dass ich so gefährlich bin, also wie haben sie sich ausgedrückt? Ein Staatsfeind. Also ein gefährlicher Staatsfeind Ja, wäre ich, Enemy Terrorist of the State. sozusagen, ein Terrorist, ja. Aber das hat sich nicht gesagt, aber ein gefährlicher Staatsfeind. Aber das ist alles natürlich immer inoffiziell. Die sagen dir das halt, aber die geben dir nichts schriftlich. Ja. Aber das haben die mir gesagt. Dann hat der Capo, also da gibt es ja so einen Chef der Gefangenen, der hat dann mit dem geredet, hat gesagt, nee, der ist ganz nett und den können wir auch auf die anderen zulassen. Ich meine, ich war umringt von echten Verbrechern. Ja. Also zum Teil Leute, die 25 Jahre in ihrer Heimat erwartet haben. Also nur mal so als Andeutung. Und ich habe da wegen dem Telegram-Post oder wegen Telegram-Post gesessen. Ja. Und in der Zwischenzeit hatten die das dann auch mitgekriegt, weil ich das da jedem erzählt habe, worum es eigentlich geht. Und die haben alle in den Kopf geschüttelt. Und die haben auch mal gesagt, ja, aber deine Botschaft will, dass du hier bist. Weil die haben gesagt, das ist, also viele Leute haben gesagt, das haben sie noch nie erlebt, auch aus meinem philippinischen Umfeld später, dass jemand wegen sowas verhaftet wird und so ein Aufwand gemacht wird. Und aber ja, und dann haben die mir eben immer gesagt, ja, das deine Botschaft will, dass du hier bist. Deswegen dachte ich, auch die Botschaft steckt sozusagen dahinter. Habe das auch so ein bisschen kommuniziert. Es ist aber falsch gewesen. Also die Botschaft hat sich eigentlich korrekt verhalten. Deswegen haben wir uns da auch bedankt, wie ich rausgekommen bin. Sondern es war wohl der Verbindungsoffizier in der Botschaft vom BKA. Also in den Botschaften sitzen wohl immer so Verbindungsoffiziere vom BKA, was gar nicht so sinnlos ist, wenn man echte Verbrecher fangen will, ja, damit dann die Behörden dann kommunizieren können. Und wie ich aber im Nachhinein erfahren habe, also hat der, ich muss mich ja vorsichtig ausdrücken, ist ja klar, ja, aber hat er, wir haben ja das rausgegeben in unserer Klage, also das kann man ja nachlesen da auf der Webseite von meiner Kanzlei Heinz Legal. Ich drücke es mal harmlos aus, irreführende Informationen weitergegeben an die philippinischen Behörden. Und unter anderem, dass ich eben ein Flüchtiger, ein Fugitive heißt es hier, ein Flüchtiger bin, was natürlich totaler Unsinn ist, weil ich ja gar nichts wusste, dass ich irgendein Verbrechen begangen haben soll. Habe auch keins begangen, das darf ich sagen, laut meinem Anwalt. Und da verhalten die sich halt dann so. Und die weitere Missinformation war, dass sie mir dabei sind, mir meinen Pass einzuziehen. Da könnte man jetzt sagen, ja, so richtig gelogen ist es nicht, weil die wollten ja, die Staatsanwaltschaft wollte meinen Pass einziehen. Und da hat eben die Botschaft sehr gut reagiert und hat gesagt, nee, nee, das geht gar nicht, Freunde. Ihr müsst uns erstmal beweisen, dass der wusste, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Dann haben sie es erstmal sein lassen und haben aber trotzdem den deutschen Haftbefehl, also es war wahrscheinlich sogar vor dem Haftbefehl, ja? Also dass die denen schon mal darauf aufmerksam gemacht hat, dass sich da ein Verbrecher bei ihnen versteckt, der im Land. Obwohl ich ja genau da war, wo ich ordentlich gemeldet bin, ja, wo meine Adresse steht auch im Internet und so weiter. Aber dann hätten sie mich natürlich nicht so showmäßig verhaften können. Und ja, also die Information weil es gibt kein Auslieferungsabkommen, für so einen Quatsch gibt es auch keine internationalen Haftbefehle. Ja. Und also selbst der Europäische Gerichtshof hat ja gesagt, Deutschland darf keine europäischen Haftbefehle ausstellen, weil die Justiz nicht unabhängig ist. Aber auf den Philippinen soll er plötzlich gelten. Ja. Die hatten nichts in der Hand, haben also so getan, als ob sie einen Pass einziehen würden. Und zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass sie nicht einziehen können. Die haben aber dann später, da war ich schon im Gefängnis, Druck gemacht, doch meinen Pass endlich einzuziehen. Und dann kam wieder die Antwort der Botschaft, das können wir nicht. Ihr habt uns nicht gezeigt, dass er das wusste, ja, dass gegen den Haftbefehl vorliegt. Und haben das nicht geschafft. Aber das war der ganze Anlass. Und man kann auch aus den Akten entnehmen, dass die sich Beamte darüber unterhalten, wie kriegen wir den, weil wir ja gar keinen internationalen Haftbefehl ausstellen können, weil das so harmlos ist, was er gemacht hat. Ja, normalerweise catchen sie auf diese Art und Weise Vergewaltiger oder Mörder oder sonst was. Ja. Und für sowas gibt es halt nirgends auf der Welt einen internationalen Haftbefehl. Noch Und dann haben nicht. sie diesen ersonnen. Ja. Ja, Entschuldige. No noch nicht. Ja, also es wird ja Noch intensiv nicht. daran gearbeitet, dass sogenannte Meinungsverbrechen weltweit
gelten, dass man dann auch aus Südafrika, von den Philippinen, aus Südamerika überall die bösen Meinungsverbrecher einkassieren kann und um sie dann nach Deutschland in die entsprechende Behandlung zu bringen. Also nochmal kurz für mich zusammengefasst, es gab einen Haftbefehl in Deutschland gegen dich. Wir kommen jetzt gleich dazu, weshalb. Und die philippinischen Behörden wurden dann irgendwie aus Deutschland unter Druck gesetzt. Ihnen wurden falsche Informationen gesagt. Das kennt man ja sehr oft, dass die Exekutive benutzt wird von der Politik oder von der Justiz, dass denen ganz andere Szenarien gesagt werden. Ich habe zum Beispiel auch mit Polizisten gesprochen, die im Corona-Einsatz waren und denen, die scharf gemacht wurden im Vorfeld, denen gesagt wurde, das sind potenzielle Terroristen, da müsst ihr mal mit dem Wasserwerfer reinfahren, dass sich die beruhigen und so. Also da wird ja oft die Exekutive missbraucht, so ähnlich dürfte es dann auch bei dir gewesen sein. Und dann kamst du in Haft und warst dort mehrere Monate, knapp 6 Monate, du wurdest ja im Januar dann, glaube ich, enthaftet, diesen Jahres. Und das war dann, dir war aber eigentlich nicht klar genau, wie das enden wird, weil du hast ja kein Verfahren bekommen in dieser Haft. Oder hattest du ein Verfahren, ein Gerichtsverfahren, ein ordentliches, mit Anhörung, mit Rechtsanwalt und so weiter? Oder warst du einfach dort inhaftiert? Ja, also ich hatte dann einen Anwalt und der versucht hat, mit der Staatsanwaltschaft zu kommunizieren. Also das Wichtige ist jetzt, deswegen auch ich diesen Kampf führe. Also jetzt kriegst du das erstmal weltexklusiv den Stand der Dinge. Ich bin inzwischen schon vom Verfassungsgericht. Also das Verfassungsgericht hat den Eingang bestätigt. Das heißt nämlich, dass sie den Fall angenommen haben. Weil alle Gerichte drunter gesagt haben, weil ich will einen Prozess. Ja. Ja, die behaupten mir, ich bin auf der Flucht vor der Justiz. Das ist genau umgedreht. Die Justiz ist auf der Flucht vor mir. Weil ich will ja einen Prozess. Weil ich bin unschuldig. Das darf ich sagen, sagt mein Anwalt Heinz. Ich darf sagen, dass ich unschuldig bin. Wir kommen vielleicht noch auf die Details. Ja, natürlich. So, und die behaupten jetzt, ich bin auf der Flucht. Und dabei am Tag danach, am ersten Werktag, nachdem ich raus war, habe ich meinen Anwalt beauftragt und gesagt, machen Sie das bitte rückgängig, weil ich war ja in einer Zwangssituation. Mir haben die Leute im Gefängnis gesagt, du kommst hier nicht raus, wenn dein Fall nicht abgeschlossen ist. Weil es gibt kein Auslieferungsabkommen. Und um mich herum waren Leute, die dort jahrelang in der Abschiebehaft waren, die auch nach Hause wollten. Ja? Und ich habe gedacht, wie komme ich hier raus? Und jeder hat mir gesagt, wieder auch nicht offiziell, sondern er hat gesagt, du musst deinen Fall abschließen. Und da war ich natürlich in einer ganz schlechten Situation. Also wenn das Ganze in Deutschland passiert wäre, wenn ich in München gewesen wäre, dann hätte ich das Schreiben angeschaut vom den Haftbefehl, hätte erstmal herzlich gelacht. Dann hätte ich selber, ohne einen Anwalt zu nehmen, bei der Staatsanwaltschaft angerufen und gesagt, soll das ein Witz sein? Und dann hätte ich über die Einstellung des Verfahrens verhandelt, weil sowas geht normal mit der Einstellung weg. Ja? Also ja, das ist absolut lächerlich. Nur in dem Fall war ich in einer ganz schlechten Verhandlungsposition, weil wenn der Fall nicht abgeschlossen worden wäre, dann stellt sich da vielleicht heute noch. Und jetzt will ich dir was vorlesen aus, ich glaube, es ist das Landgericht, jedenfalls ein offizielles Dokument mit dem, ich will jetzt keine juristischen Fachbegriffe falsch verwenden, aber da steht Folgendes drin. Die Gründe, aus denen der Angeklagte Ende November nicht gegen den Strafbefehl vorgegangen ist, sind nachvollziehbar. Die dadurch beim Angeklagten entstandene Zwangslage, der sich der Beschwerdeführer durch das Vorgehen der philippinischen Behörden sowie der problematischen Schwangerschaft seiner Lebensgefährtin ausgesetzt sah, aber nicht den deutschen Behörden zuzurechnen. Also es ist nachvollziehbar, dass ich in einer Zwangslage war, aber die deutschen Behörden können nichts dafür. Obwohl die deutschen Behörden ja natürlich hinter der Verhaftung stecken. Das wird ja gar nicht geleugnet. Das heißt, ich war in einer Nötigungssituation, das ist, glaube ich, juristisch heißt ja Zwangslage. Ich wollte unbedingt raus, auch natürlich, weil meine Frau schwanger war. Aber auch generell, ja, du willst ja nicht jahrelang drin bleiben und dann sagst du halt, ja, okay, versuche irgendwas rauszuhandeln. Ja. Wir denken noch, dass der Strafbefehl sogar unrechtmäßig zugestellt wurde und so weiter. Das haben sie gleich gar nicht akzeptiert. Und dann haben sie dann als Argument verwendet, ja, er hat ja darauf gedrungen, dass es jetzt endlich da weitergeht. Ja, das stimmt auch. Ja. Wie der Strafbefehl raus war, habe ich gesagt, ja, bitte gebt an die Behörden eine Bestätigung, dass der Strafbefehl raus ist und so weiter. Es war den philippinischen Behörden immer wichtig, dass da drin steht, Case closed. Der Fall ist abgeschlossen. Die kennen auch nicht im Rechtssystem hier, wenn du einen Haftbefehl kriegst, da musst du wirklich irgendwas Schlimmes gemacht haben. Ja.
Das heißt, die sind schon davon ausgegangen, irgendwas, ja, da ist irgendwas Schlimmes. Und wenn aber der Fall abgeschlossen ist mit einer Nicht-Gefängnisstrafe, in dem Moment ist ja klar, es ist nichts Schlimmes. Aber vorher ist ja nicht die Aufgabe der philippinischen Behörden, den ganzen Fall zu prüfen. Ja, die sind einfach davon ausgegangen, da ist irgendein gefährlicher Mensch bei ihnen unterwegs, genau da, wo er es im Internet bewirbt. Ja. So. Und, okay, ich weiß nicht, ob wir auf das nächste Thema mit der Bewährung jetzt noch kommen, aber jedenfalls, Ich hätte da es noch geht ein ja paar darum. Nachfragen, ein paar Verständnisfragen. Vielleicht können wir jetzt trotzdem auf die Vorwürfe Telegram-Postings eingehen, weil jetzt gehen wir schon sehr tief ins Detail. Weil für mich wäre die Frage, wie hast du erreicht, dass der Case closed wurde, also dass der Fall dann abgeschlossen wurde? Da würde ich gerne noch nachfragen. Aber was war der Vorwurf überhaupt, damit es überhaupt zu einem Fall kommt? Was hatten die deutschen Behörden vorgeworfen, weshalb man einen Haftbefehl ausstellen muss gegen einen Bürger, der nicht mehr in Deutschland lebt? Ja, also ich sag dir jetzt mal, was der Spiegel geschrieben hat. Und da siehst du auch gleich, wie nicht nur die Justiz, sondern auch die Medien arbeiten, weil der Spiegel wusste genau, was ihr gepostet habt. Die haben auch angefragt beim Anwalt. Spiegel schreibt, ein bekannter Verschwörungstheoretiker rief von den Philippinen aus zum Mord an Politikern auf. Falsch. Ich habe nie zum Mord an Politikern aufgerufen. Ich bin da nicht bescheuert, sondern seit Jahren sage ich den Leuten, bleibt friedlich. Und wünsche mir eine strafrechtliche Untersuchung der Vorgänge, zum Beispiel um Corona. Ja? Seit Jahren fordere ich das. Dann kommt in einem Beitrag, hatte er es gut geheißen, Quote, also Anführungszeichen, sämtliche Regierungsmitglieder im Bund und in den Ländern standrechtlich hinzurichten. Und das war eine satirische Antwort auf einen Artikel in Fokus, wo ich das wörtlich übernommen habe, nur die das, worum es geht, ausgetauscht habe. Um klarzustellen, dass das war eine Kritik an Expertengutachten, weil, jetzt kommt's, das lassen die einfach weg, zum Teil auch die Staatsanwaltschaft in ihrer Veröffentlichung, den ersten Teil des Satzes. Die haben nicht nur den Kontext weggelassen, dass es eine Antwort auf Fokus war, wo ich praktisch das wörtlich übernommen habe, sondern die haben auch den Anfang des Satzes einfach rausgestrichen. Deswegen kennt den keiner, der heute Wikipedia liest oder Spiegel liest oder irgendein anderes Mainstream-Medium. Die Meldung beginnt, Eilmeldung, Doppelpunkt, ein Gutachten, das für das Bundesinnenministerium erstellt wurde, kommt zu dem Schluss, dass, Punkt, Punkt, Punkt. Ich will es jetzt mal nicht ganz wiederholen. Und Sie haben ja gar Damit nicht ist ja eine schon klar, es Zwangslage ist. damit gerechtfertigt. Sie haben ja gesagt, ein Gutachten sagt, es kann dann Zwangsmaßnahmen geben. Mit Corona war das ja, glaube ich. Und du wolltest zeigen und überzeichnen, wie absurd es ist, dass ein Gutachten, es kann ja tausend geben, dass ein Gutachten zu dem Schluss kommt, was dann wieder staatliche Repressionsmaßnahmen rechtfertigt. Und das wolltest du überzeichnen, glaube ich, oder? So habe ich das in Erinnerung. Im Fokusartikel ging es um die Impfpflicht. Ja. Also eine tödliche Waffe, laut diesem Expertengutachten, ist es gerechtfertigt, eine tödliche Waffe, eine Biowaffe, in Menschen zu injizieren. Und das Gutachten sagt, es ist okay, eine tödliche Waffe in Menschen zu injizieren. Also so weit überspitzt habe ich das gar nicht. Ja? Ja. Und dann wollte ich damit sagen, ja, und wenn ein Expertengutachten zu dem Schluss kommt, zumal ja eine, es geht ja. Ich darf gar nicht überreden und meine Anwälte werden das dann leider checken, bevor es ausgestrahlt wird. Danach geht es um eine strafrechtliche Hinrichtung. Das ist ja gar kein, das ist ja immer noch eine Gerichtsbarkeit. Ja. Und selbst das wäre ja keine Aufforderung, Leute hinzurichten, weil da gäbe es ja immer noch eine Gerichtsbarkeit, nämlich eine Kriegsgerichtsbarkeit. Aber es war ja einfach nur eine Überspitzung, um zu zeigen, ja, Ja, wie absurd wenn das ein ist. zu diesem Schluss kommt, dass das okay ist, heißt es noch lange nicht, dass es okay ist. Ja. Aber dadurch, dass sie den ersten Satz weglassen, wo völlig klar ist, dass es ein Scherz ist, können die jetzt überall schreiben, ich hätte gefordert, irgendwelche Regierungsmitglieder hinzurichten, was einfach falsch ist. Und das war der Stein des Anstoßes. Das hat die Welt in Ja, Bewegung gesetzt, bis die. das war das Hauptding, dann noch ein Post über Joe Biden und George Soros, den ich nicht gepostet habe, sondern gelöscht habe. Aber selbst den wiederhole ich jetzt lieber mal nicht, aber selbst den, da gibt es einschlägige Urteile, selbst der wäre nicht strafbar. Ich habe ihn nicht gelöscht, weil er strafbar ist, sondern weil ich ihn geschmacklos fand, ja, übertrieben. Und in einem Rechtsstaat, wir kommen später noch darauf, was das ist, vielleicht, ja, in einem Rechtsstaat müssten wir jetzt beweisen, dass ich das gepostet habe.
Und in der Konversation oder vor Gericht haben wir gesagt, ja, der Kanal heißt der wie ich, also habe ich es auch gepostet. Als ob ich kein Team hätte. Ja? Oder als ob keine anderen Leute Zugang hätten zu diesen Geräten. Normalerweise muss der Staatsanwalt nachweisen, dass ich das gepostet habe. Aber wie gesagt, selbst der Post, das ist äußerst unwahrscheinlich, dass der überhaupt strafbar ist. Und das dritte war eine Beleidigung eines Herrn, der mich vorher beleidigt hat. Und zwar viel schlimmer. Und auch das ist normalerweise Rechtsprechung, wenn dich einer beleidigt, darfst du zurückbeleidigen. Vor allem mit einer weniger schlimmen Beleidigung. Das heißt, das waren die drei Hauptvorwürfe, wo ich sage, ja, vor allem, es war ja keine private Beleidigung, weil diese Sache habe ich ja mitbekommen. Also wegen drei Telegram-Postings hat man international die Behörden in Marsch gesetzt, vom Gericht in München über die Botschaft bis hin zu den Philippinen. Spezialkommando, Inhaftierung, 6 Monate lang, fast 6 Monate lang. Ja, das sind drei Telegram-Postings. Ich habe das in einer Einordnung nach deiner Verhaftung damals gesagt. Es geht darum, nicht nur hier einen entscheidenden Kritiker und Analysten aus dem Verkehr zu ziehen, die große Reichweite international, sondern es geht auch darum, die Menschen einzuschüchtern und zu zeigen, wir finden euch überall auf der Welt und es genügt uns schon ein Telegram-Posting, dass wir euch so auslegen könnten, als wäre das irgendwie eine Straftat vielleicht gewesen. Gut, dann sitzt man 5 oder 6 Monate in Untersuchungshaft. Wir haben ja auch andere Fälle, auch in Deutschland, die sitzen noch länger, oder in Österreich. Wie konntest du dann aus dieser Zwangslage, wie du sagst, aus dieser Festsetzung, Inhaftierung herauskommen? Sie haben dir gesagt, du kommst nur raus, wenn dein Fall geschlossen ist, case closed. Wie hast du das dann erreicht? Gab es dann ein Angebot vom Gericht in München, dass die sagen, nehmen Sie das Urteil an, Angeklagter? Oder ging es dann nur um einen Strafbescheid, eine Geldstrafe? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie kommst du dann dazu, dass du zu einem Urteil oder zu einem geschlossenen Fall kommst? Ja, also die schicken einen Strafbefehl raus und wenn man nicht widerspricht, dann gilt der. Und unser Argument ist, abgesehen davon, dass wir sagen, der wäre gar nicht juristisch korrekt zugestellt worden. Was er auch, wenn man sich Details anschaut, meiner Meinung nach auch so ist, da gibt es bestimmte Voraussetzungen, aber das interessiert alles nicht. Wenn die was durchbringen wollen, interessiert mich das alles nicht. Und wenn man dann nicht widerspricht, dann gilt der Strafbefehl, wenn man nicht widerspricht innerhalb von einer bestimmten Frist. Und dann mussten wir die halt auch dazu kriegen, dass sie das nochmal schriftlich bestätigen, weil eigentlich mit dem Rausschicken des Strafbefehls ja, also wenn der dann nicht widerspricht, der Anwalt, dann ist es eigentlich gültiger, dann muss man die dazu bringen, dass sie das auch schriftlich nochmal sagen. Aber dass ich rausgekommen bin, ist reine Glückssache gewesen. Es hat ein, also der Tufa-Community zu verdanken, ein Daniel aus Palawan, ein Follower von mir oder von uns, auch von euch, der kannte einen Deutschen und der hat zufällig einen Professor aus Amerika bei sich beherbergt, der aber philippinischer Abstammung ist und der gerade mit dem Justizministerium im Gespräch war über Justizreform und der hat meinen Fall auf den Tisch geknallt. Das heißt, dass das philippinische Justizministerium mehr für mich getan hat als jede deutsche Behörde, abgesehen von denen, die mich sogar verfolgt haben. Weil ich wäre ganz einfach nach 2 Wochen rausgekommen, wenn das Außenamt sich eingeschaltet hätte oder das Justizministerium oder was auch immer, weil die haben ja einfach nur Angst vor den Deutschen gehabt, das ist ja ein wichtiges Land, ja, denken ja, da geht es rechtsstaatlich zu und so weiter. Und ein Anruf von der Außenministerin hätte genügt, dann lass den mal raus, das war ein Versehen, der will gar nicht fliehen. Die hätte mich aber anschreiben müssen, mir eine E-Mail schreiben müssen, da hätte ich gesagt, nachstelle ich nicht, warum nicht, das ist ja ein lächerlicher Punkt. Da kommt ja, also der Strafbefehl ist ja völlig übertrieben, ja, mit den 10 Monaten. Aber selbst wenn, niemals kriegst du dafür eine Gefängnisstrafe, warum sollte ich denn dafür fliehen? Ja? Also es hätte nur eine deutsche Politikerin oder hätte einfach nur anrufen müssen, beim Justizminister, das war irgendwie übertrieben, lass es mal raus. Aber das kannst vielleicht jetzt du nicht sagen, weil du ja noch in einem offenen Verfahren bist oder Bewährung, dazu komme ich jetzt dann gerne. Aber für mich ist vollkommen klar, dass ja das der Sinn der Übung war, dass man dich aus dem Verkehr zieht, dass man ein Exempel statuiert, dass die hässlichen Bilder um die Welt gehen, dass alle Menschen wissen,
Der Staat ist noch sehr tüchtig, also der deutsche Staat ist tüchtig. Er kann noch zuschlagen, aber nur natürlich gegen Kritiker, wenn er möchte, wenn er ein Eigeninteresse hat. Ich denke, das war der Sinn der Übung. Und deswegen war auch klar, dass sich niemand für dich eingesetzt hat. Das wäre ja absurd dann gewesen, dass man den Dissidenten, den man bis zu den Philippinen verfolgt, dann auch noch rausboxt, wenn er unrechtmäßig in Haft sitzt. Was stand denn im Strafbefehl drinnen? Du hast gesagt von 10 Monaten. Was steht im Strafbefehl? 10 Monate und 3 Jahre auf Bewährung. Das ist ja immer dann zur Bewährung ausgesetzt. Ja? 10 Monate, die Bewährungszeit ist nicht dieselbe Zeit wie diese 10 Monate. Und unter Geldstrafe von 5.000 Euro, glaube ich. Und es gab aber, das wissen die Leute noch nicht, es gab noch 5 weitere Sachen da drin. Die sind aber noch harmloser als das. Also ich habe, kann ich ja dazu sagen, die Akte ist irgendwie 300 Seiten dick. Von lauter Anzeigen aus der ganzen Republik. Ich habe es mir gar nicht durchgelesen, weil das ist das Beste, was wir gefunden haben, sind diese 3 Sachen, die ich dir gerade gesagt habe. Mhm. Und das andere ist noch viel harmloser. Ja, aber das ist ja alles so absurd. Du sitzt dort inhaftiert in einem philippinischen Gefängnis, ohne Möglichkeit einer Recherche, ohne Möglichkeit eine ordentliche Verteidigung aufzubauen. Deine einzige Chance, dort aus diesem Drecksknast herauszukommen, ich weiß, du willst die philippinischen Behörden nicht beleidigen, aber ich sag's, dass du dort einfach halb wild hier festgesetzt wurdest. Und die einzige Chance, dass du rauskommst, ist, dass du einen Strafbefehl annimmst, weil du kannst ja mit den deutschen Behörden ja nicht verhandeln. Das ist ja der Zweck einer rechtsstaatlichen Verhandlung. Angeklagter, Sie sind schuldig. Wie verteidigen Sie sich? Das sieht man doch selbst in jedem schlechten Hollywood-Film, dass sich ein Mörder, ein Kinderschänder verteidigen darf. Aber du konntest dich ja nicht verteidigen. Deine einzige Chance, dort rauszukommen, war, ich nehme das Urteil an. Das ist doch die Methode der globalen Diktatur. Ja, das hast du gesagt, ja, natürlich. An die Anwälte. Hat der Herr Magnet gesagt, haben die deine Adresse wahrscheinlich schon, ja? Ja, die steht auch im Internet. Vermutlich sagen sie dann auch, ich bin geflohen, ja. Genau. Ja, nee, also ich habe ihn nicht angenommen. Ich habe nicht widersprochen, das ist wichtiger Unterschied. Also wovon man hier spricht, das ist das fundamentalste Recht in jedem Rechtsstaat oder in jedem Rechtssystem, ist rechtliches Gehör zu finden. Ja. Es gibt in jeder Verfassung, in jedem juristischen Lehrbuch, dass der Angeklagte rechtliches Gehör finden muss. Das heißt, er muss die Chance haben, sich zu verteidigen. Ohne das gibt es überhaupt kein Recht. Ja. Und jetzt sagen die, naja, ich habe ja einen Anwalt gehabt, ja, der konnte mich ja dann verteidigen, der hat ja auch versucht, der hat auch in der Sache argumentiert, abgesehen davon, da ist auch so ein Nebengleis. Also er hat zum Beispiel dann gesagt, ich bin politisch verfolgt, ja, und dann haben die das mir negativ ausgelegt, haben gesagt, ja, wenn sich der ja nicht politisch verfolgt fühlt, dann hat er nie vor sich der Justiz gestellt. Aber mein Anwalt ist doch versucht zu retten, hat gesagt, nee, das habe ich gesagt, das ist ja. Aber ich meine, sehr offensichtlich, das darf ich sagen, dass ich politisch verfolgt werde. Ja? So, deren Argument ist jetzt, ja, wieso hat der Anwalt gehabt? Aber ich, wie gesagt, wenn ich in München gewesen wäre oder wenn sie mir eine E-Mail geschrieben hätte, dann hätte ich eine ganz andere Verhandlungsposition gehabt, weil ich gesagt habe, ja, okay, über wie viel Geld reden wir? Ich meine, ich werde, meiner Meinung nach muss ich gar nichts zahlen, weil ich unschuldig bin. Aber normalerweise kriegt man den so, komm, wie viel wollt ihr? 5.000? Ja, wenn es sein muss, ist es immer noch billiger als ja, oder man geht in Instanzen und man kriegt das eben aus, ja. Und erst wenn es dann eine rechtskräftige Verurteilung gibt, dann musst du vielleicht 10 Monate in Haft, ja. Aber man hat die Möglichkeit, hier ein Verfahren zu bekommen, ein rechtsstaatliches, und man hat die Möglichkeit, zu einem Ergebnis zu kommen, an dem sich ja dann auch die anderen Bürger orientieren können, ja. Wenn man eine gewisse Person nicht mehr mit irgendwelchen Attributen bezeichnen darf, dann darf man es eben nicht, ja. Aber wenn es kein Verfahren gibt, wenn es sitzt jemand dort in einer Inhaftierung, aus der er unbedingt raus möchte, weil er mit 10 Jahren dort sitzen bleiben möchte, und er widerspricht also einem Strafbefehl nicht, dann ist das ja alles richtig. Ja, ja, also ja, müsste ich glaube ich das doch selber auch sagen. Oder, ja, also der Witz ist, ich beweise ja gerade, dass ich das Verfahren bin. Und Sie verstehen, wenn ich nicht bin. Nee, ich bin von mir. Sie sagen nicht, ihr müsst ja jetzt sagen, also es ist ja so, offiziell, in dem Strafbefehl gibt der Staatsanwalt eine geringere Strafe, ja, weil ich dem dann das erspare, ja. Das heißt, die müssten jetzt groß, also der Staatsanwalt, die müssten jetzt froh sein, wenn sie mich vor Gericht rufen, weil ich das ja unbedingt will, weil die denken ja, ich hätte eine höhere Strafe.
Und ich sage mir, nee, ich habe gar keine Strafe. Warum wehren sie sich so, dass ich überhaupt Prozess kriege? Natürlich, heutzutage weißt du nicht, was rauskommt. Du kannst doch Pech haben. Das ist ja heutzutage. Aber ich, meine Anwälte sind sich so sicher, dass sagen, das sieht ja, Blinder mit Rückstock sieht, dass das ein Scherz war. Ja? Das ist ja der Haupt, was wir besprochen haben mit dem Scherzen. Das sieht ja Blinder mit Rückstock. Da muss man ja, und natürlich wissen die das, wie es gemeint war. Die wollten ja einfach nur anders haben. Ja klar, also du versuchst sozusagen, dass der Strafbefehl, der jetzt gegen dich rechtskräftig ist, 3 Jahre Bewährung, also ich glaube bis 2025 dann sozusagen noch Bewährung. Wenn du dich hier nicht wohl verhältst, wenn du wieder ein satirisches Telegramm postest, bekommst du rechtmäßig 10 Monate Haft oder bis 10 Monate. Aber du willst jetzt dieses Verfahren ausrollen und sagen, machen wir einen ordentlichen Prozess und dann schauen wir, was heraus. Das ist die Intention, das versuchen wir über das Verfassungsgericht. Vielleicht nochmal zu der Bewährung, das ist auch wichtig. Ja? Ich bin ja 3 Jahre auf Bewährung. Das heißt, wenn ich irgendwas sage, was denen nicht passt, dann fahre ich sofort den Bau. Aber ich habe jetzt gesessen. Und jetzt muss ich, das ist der absolute Hammer, was ich jetzt vorlese. Ja? Also normalerweise, wenn man die Strafe abgesetzt hat, gibt es ja gar keine Bewährung. Ich habe 5 Monate gesessen, eine Haft unter solchen Verhältnissen wird normal mit dem 2- bis 3-fachen angerechnet. Die meisten, die ich unter das kennengelernt habe, haben auch versucht, das 3-fach anrechnen zu lassen. Auch ein Deutscher kennengelernt, der weiß nicht, ob er das geschafft hat, aber der wollte das 3-fache. Aber bei mir hätte das 2-fache ja gereicht, weil würde er reichen, weil das sind ja schon 10 Monate, das 2-fache von 5 Monaten. So, jetzt pass auf. Dann haben jetzt meine Anwälte, also erstens wollen wir überhaupt einen Prozess. Ja? Weil du musst ja, vielleicht einfach, du musst dir das mal vorstellen, dass du damit durchkommst, danach sieht es aus. Können die jeden Deutschen im Ausland mit falschen Anschuldigungen ins Gefängnis schicken in dem Land? Und dann muss der alles mitmachen, nur um wieder rauszukommen. Ja? Vielleicht auch mal gestehen oder was. Ja? Weil wir einfach, so, deswegen gibt es eigentlich so Geräte. So, und jetzt pass auf, das ist unglaublich. Also, gemäß, dann haben wir gesagt, ja, jetzt bestätigt doch endlich mal, dass meine Bewährung gar nicht gilt, weil ich ja gesessen habe. Dann kriegen wir ein Schreiben, gemäß Paragraph sowieso dürfte grundsätzlich auch Abschiebehaft vom Regelungsgehalt Paragraph 51 StGBO fast sein, sofern diese aus Anlass einer Tat, die Gegenstand des Verfahrens ist oder gewesen ist, erlitten wurde. Dies dürfte mit Blick auf das Schreiben der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland an die Kanzlei bla bla der Fall sein, wonach nach dortiger Kenntnis der Haftbefehl des Amtsgerichts Münchens die Grundlage für die Abschiebehaft war. Also wenn du eine Abschiebehaft warst, muss das angerechnet werden. Das ist gesetzlich so. Und jetzt kommt der Oberamt. Dann zitieren die noch ein paar Urteile dazu. Unterschrieben ist es von einem Richter, dessen Namen ich jetzt nicht sage, der 2 Monate später etwa einen Beschluss fasst. Der Antrag des Verteidigers auf Feststellung, dass die Bewährung erledigt ist, wird zurückgewiesen. Jetzt kommt der Gründe. Der Antrag des Verteidigers auf Feststellung, dass die Bewährung erledigt ist, wird zurückgewiesen, weil die Bewährung nicht erledigt ist. Die Bewährung ist nicht erledigt, weil die Bewährung nicht erledigt ist. Schreibt der selbe Richter, der ein Papier unterschreibt, wo steht, dass es gesetzlich so ist. Und wahrscheinlich lande ich, wenn ich dann endlich meinen Prozess kriege, vor demselben Richter wieder. Keine Ahnung, ob ich den ablehnen dann kann als Gefangenheit. Also die drehen sich gerade hin, wie sie vorhin. Ja? Es ist laut diesem Schreiben gesetzlich so. Und das war mir natürlich eigentlich wichtig, dass ich keine Bewährung habe, damit ich immer jetzt natürlich rausgefasst wieder ins Gefängnis bin. Ja, natürlich. Also die Leute wünschen sich ja auch wieder den alten Oliver Janis auf Telegram zurück. Ja, der geht ja ab. Also wenn ich mir denke, jetzt gerade mit dem Nahostkonflikt und mit den ganzen Dingen, die aufgedeckt werden, da sagt man schon, wo ist eigentlich Oliver Janik? Ja? Und man merkt natürlich, dass du hier absolut mit angezogener Handbremse fahren musst. Ja, ich meine... Die Leute haben das in dem Interview, das wir nicht führen konnten, genau um die Gruppen gegangen wäre, die in Israel gerade am Werk sind. Ja. Eben, weil wir wollten ja über Endzeitsekten sprechen, wir wollten ja über Apokalypse, herbeigesehnte und herbeigeführte Apokalypse sprechen, über die Spitze der Pyramide und das
Interview konnten wir nicht führen. Wir haben begonnen, ein paar Wochen zuvor ein Interview zu führen, wo dann unsere Anwälte, wie du schon erwähnt hast, gesagt haben, nein, das kann man so nicht bringen. Wir können das so nicht veröffentlichen, das ist zu gefährlich. Und wir lassen ja sehr viele unserer Inhalte, wenn nicht sogar die meisten unserer Inhalte, von juristischen Vertrauenspersonen und Rechtsanwälten und Menschenrechtsverteidigern überprüfen, weil wir ja wissen, dass wir ganz genau beobachtet werden. Und wir wollen natürlich auch weitersenden, selbst wenn wir der Meinung sind, dass wir gewisse Inhalte dann löschen müssen. Aber dann haben wir das Interview nochmal aufzeichnen wollen mit entsprechend guter Vorbereitung. Und das hat dann eben nicht stattgefunden. Stefan, wollte ich noch erzählen. Ich habe mich noch nie so gut vorbereitet auf ein Interview wie das. Ich bereite mich eigentlich nie vor. Ja. Ich hatte 30 Seiten Notizen. 30 Seiten, damit ich alles im Original vorlesen kann. Also wir können auch noch dazu verraten, dass es um die Freimaurerei gegangen wäre. Ich habe da einiges ausgegraben, was zumindest irgendwann mal in einem Buch erscheinen wird. Ja. Und ja, aber jetzt, es ist so, ich könnte Artikel schreiben, da hast du dann Zeit und dann kannst du es ja prüfen lassen. Ich lasse jeden zweiten Tag, frage ich meine Rechtsanwälte, ob ich dies oder jedes posten kann. Und fast immer heißt es nein. Zum Glück verlangt die Kanzlei heißt, dass ich wieder ausprobieren kann. Der ist kein Alltagsleiter wie viele andere Leute heute. Und also immer, ich frage immer wieder, kann ich das und so weiter. Und was man da alles nicht kann, ist der absolute Wahnsinn. Aber wenn ich zum Beispiel in einem Buch niederliege, kann man das in Ruhe, zum Beispiel dieses Interview während meiner Anwälte prüfen. Das heißt, die müssen sich gleich eine Stunde hinsetzen und das prüfen. Und deswegen kann ich nicht so viel machen, wie ich machen will. Und ich rede ja auch immer frei. Ja, und deswegen ist es viel schwieriger für mich in dieser Situation Videos zu machen, weil die legen einem ja das etwas in den Mund, was man gar nicht sagt, oder verdrehen sie das Gegenteil. Dann musst du immer doch einfach aufpassen. Insofern haben sie ihr Ziel erreicht. Die freuen sich jetzt wahrscheinlich gerade, wenn sie zuschauen. Ja. Aber ich kann so viel verraten, ich habe in der Vergangenheit auch schon sehr viel dazu gesagt, es gibt einige Kollegen, die was dazu machen, die ich auch nicht posten kann. Ja? Also die gerade um diese Inside-Section kümmern, weil ich schaue mir das dann an, neulich ein 2,5 Stunden das Video mit dem Kollegen, jeder weiß sicher, wie ich das meine, und dann habe ich gesagt, okay, den Satz oder den Satz, den könnten Sie mir dann vorhalten, wenn ich das Video von den Kollegen poste. Ja? Aber schaut diese Kollegen, ja, die um die Inside-Section kümmern. Ich habe noch ein bisschen mehr rausgefunden für mein nächstes Buch. Da gibt es noch dann irgendwann mal einige Überraschungen. Aber ich muss halt jetzt vorsichtig sein und deswegen zieht es natürlich jetzt auch so hin. Ne? Ja gut, ich denke, wenn es in die entscheidende Phase geht, und ich glaube, ich behaupte, wir sind ja in der entscheidenden Phase. Corona hat ja den Startschuss gegeben für die entscheidende Transformationsphase, wo am Ende Aufgang oder Untergang stehen wird. Und wenn Sie dann entsprechende Aufklärer aus dem Rennen nehmen für 2-3 Jahre, ob mit Inhaftierungen oder auch Bewährungsstrafen, dann haben Sie ja ein großes Ziel erreicht. Also das muss man ja sagen, dass das uns einem gefällt oder nicht. Glaubst du, dass hinter deiner Verhaftung gezielt ein Netzwerk steckt, das deine Verhaftung betrieben hat? Also da müsste ich jetzt Verschwörungstheorien verbreiten oder anstellen. Aber ich kann nur mal ein paar Fakten aufzählen, die Leute vielleicht interessant finden und die können sich dann eigene Gedanken machen. Also es hat ja der Bodo Ramelow im ZDF öffentlich gesagt, ich hätte behauptet, man solle Regierungsmitglieder erschießen, was eine glatte Lüge ist, und hat dann noch gesagt, so etwas müsste man strafrechtlich verfolgen. Und dann habe ich mit dem Bruder von Bruder Ramelow ein Interview geführt, mit dem nicht gefallen haben. Und der thüringische Verfassungsschutzpräsident, der Herr Gramer, arbeitet auch bei einer Stiftung oder sitzt oder saß in einem Stiftungsbeirat von einer Stiftung, von der wiederum Mitarbeiter inzwischen bei der Organisation arbeiten, bei der derjenige arbeitet, der mich angezeigt hat. Und derjenige, der Verbindungsoffizier in Manila, ist nach meinen Informationen, hat er vor dem NSU-Untersuchungsausschuss ausgesagt. Also es ist auf jeden Fall eine Namensgleichheit und mir haben Leute berichtet, der wäre das auch. Ja? Also der sieht so aus. Ich kann es natürlich 100% sicher bestätigen. Aber wir wissen ja, NSU, der Fall hat sich zum Teil in Thüringen abgespielt. Und im nächsten war ja der Prozess. Jeder weiß, dass ich da kritisch war. Ja?
die offizielle Darstellung, zur offiziellen Darstellung, die Akten werden ja später eingehalten. Dann war eine der Anzeigen, eine derjenigen, die mich angezeigt haben, war eine Frau, die im Mainstream als Sektenführerin bezeichnet wurde, die mir etwas vorgeworfen hat, was ich nie gesagt habe, und das ist der nächste Hammer. Die haben noch nicht mal ein Zitat von mir. Die haben von einem Video gesprochen, in dem ich sie erwähnt habe, aber haben noch nicht mal ein Zitat gebracht, was ich da gesagt haben soll. Das steht in meinem Strafbefehl drin. Ob das jetzt dann, ob die sich alle kennen oder nicht, wahrscheinlich nicht. Aber es sind auf jeden Fall Leute involviert, die vermutlich nicht gut auf mich zu sind. Und wie weit es geht, ob man das, da habe ich meine Anwälte gefragt, ja, können die eigentlich bestimmen, wer die Richter sind und so weiter. Weil das Seltsame aus meiner Sicht, ich weiß nicht, was ich sagen darf, ist, dass die ziemlich einheitlich, also das ging ja keine 20 Minuten, man haftet sie. Der hätte ja aufgehoben werden müssen, weil die Voraussetzungen gar nicht da sind. Muss ich auch dazu sagen, der erste Richter, der wurde ja auch gerade angegeben. Von dem damaligen Staatsanwalt, der ganz andere Richter. Weil dem kann man jetzt eigentlich gar keinen Vorwurf machen bei dem Haftbefehl, weil die haben denen ja gesagt, ich bin auf der Flucht und die wissen nicht, wo ich bin. Jetzt kann man ja von dem Richter nicht verlangen, dass der bei Google, also der, der mich angezeigt hat, hat übrigens getweetet, man findet mich über Google nach Google. Aber man kann von dem Richter nicht verlangen, dass der mich googelt, sondern deswegen muss ein Staatsanwalt entlastende Sachen vorlegen, weil er da kein Rechtsanwalt ist bei dem Haftbefehl, ja? Der dagegen argumentiert hat. Man müsste der eigentlich vor den Richter treten und sagen, ja, der Richter will wissen, wo er ist, weil der bewirbt sein Ressort auch. Dann hätte er keinen Haftbefehl ausgestellt, sondern hätte gesagt, ja, dann schreiben Sie den Herrn mal an. Die haben also dem Richter einfach verschwiegen, dass vollkommen bekannt ist, wo ich bin. Also kann man dem bei der eigentlich keinen großen Vorwurf machen für die Ausstellung des Haftbefehls, würde ich mal sagen. Aber bei der Haftbeschwerde, weil dann haben wir dem ja hier die Screenshot von der Webseite mit meiner Adresse und so weiter. Ja, auf meiner Webseite ist die Adresse des Ressorts und so weiter, also die Link zum Ressort. Und ich bewirb es ja auch schnell. Da hätte eigentlich der Richter sagen müssen, ja, nee, Haftbefehl aufgehoben. So, und das ging auch durch mehrere Instanzen. Und die haben alle gesagt, nee. Und da sage ich, weiß nicht, ob ich euch das jetzt sagen darf, ja, wenn er die Anwälte dann ruft, das finde ich komisch, ja, dass quasi Amtsgericht, Landesgericht und Oberlandesgericht, dass die alle die Argumentation haben, nicht haben gelten lassen. Und zum Teil, mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck, haben die Richter schärfer argumentiert als die Staatsanwälte. Finde ich irgendwie komisch. Das ist ja schon, ist es so, dass unsere Justiz schon so parteiisch ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, dass die sich einfach alle einig sind? Ja, wenn man diese gesamten Eindrücke, die wir jetzt in diesem schon sehr langen Interview aufbereitet haben, zusammennimmt, dann ist ja die Frage, ob wir noch in einem Rechtsstaat leben, ein bisschen eine naive Frage. Die Frage dann schon eher, wenn man auch zusammennimmt alles, was man jetzt bei Corona erlebt hat, mit der Schuldenbremse und so weiter und so fort. Wie könnte es denn gehen? Wie könnte man ein System wieder errichten, das tatsächlich gerecht im Sinne von fair ist, das ausgeglichen ist? Du bist ja ein Verfechter, sicher ohne Staat, hast du ja ein Buch geschrieben, schon vor vielen Jahren, und du bist ja ein Verfechter, dass es auch ohne Staat gehen könnte. Vielleicht magst du diese These jetzt noch die Zeit nutzen, dass wir dort auch mal hinschauen, wie du das siehst. Wir sehen das ja nicht alles ganz gleich, aber ich würde dich gerne bitten um deine Ausführungen. Grundsätzlich, die grundsätzliche Frage, die man sich stellen muss, wie ist das alles möglich? Also, nach einer sehr fundierten Studie sind 17 Millionen Menschen getötet worden durch die experimentelle Gentherapie. Lass es ein paar Millionen hin oder her sein, ja? Ein paar Millionen interessiert, aber jetzt, es ist eine enorm hohe Zahl. Millionen von Menschen sind gestorben. Und die einfache Frage, die du stellen musst, ist, wie ist denn das möglich, obwohl in fast jedem Bezirk Menschen gestorben sind, dass nicht ein einziger Staatsanwalt, nicht ein einziger auf der ganzen Welt, von fast 200 Staaten, jemanden verhaften ließ oder angeklagt. Kein einziger. In 200 Staaten, das sind Tausende von Staatsanwälten, Tausende. Sind die alle von Bill Gates bestochen? Offensichtlich nicht. Und da muss man jetzt eben genau hinschauen, und was mein Thema seit Jahren ist, wenn man in der Wahrheitsbewegung ist, muss man der Ursache auf den Grund gehen. Ist die Ursache Bill Gates? Nein, es gibt immer oder andere, wird immer böse Menschen geben. Ja, dieses Paradies, das sich manche erträumen, auch religiöse Sekten, das wird es nie geben. Es gibt immer böse Menschen. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und das ist ganz einfach.
wenn es einen Konflikt gibt, darf der Konfliktentscheider nicht am Konflikt beteiligt sein. Weil der Grund, warum kein Staatsanwalt eingreift, ist ja, dass der Staat es war, der diese ganzen Corona-Maßnahmen verabschiedet hat. Der Staat es war, der die Impfungen bestellt hat, beworben hat, uns aufgezwungen, zum Teil aufgezwungen hat, aufgedrängt hat. Das heißt, der Staat ist ja derjenige Akteur, der das Ganze zu verantworten hat. Und wie soll denn dann ein staatlicher Akteur die Leute, die dafür verantwortlich sind, verhaften? Weil ja jeder eine Karriere vor sich hat. Also in Deutschland ist es natürlich besonders schlimm, wenn ich das sagen darf, weil die Staatsanwaltschaft weisungsgebunden ist. Aber das ist ja in den meisten Staaten gar nicht so. Aber die arbeiten ja alle für den Staat. Das heißt, letztendlich bestimmt die Politik darüber, wer Richter wird und wer Staatsanwalt wird. Weil der Chef ist ja immer ein Politiker. So, und der weiß doch ganz klar, dass er keine Aufstiegschancen mehr hat, wenn er den Staat selber oder Politiker anklagt oder selbst die Hintermänner, weil die Hintermänner, das erkennen ja die meisten richtig, die Hintermänner, die kann man jetzt Lobbyisten nennen, die Geheimgesellschaften nennen oder die großen Konzerne, die beeinflussen den Staat. Aber ohne den Staat gäbe es diese Möglichkeit ja gar nicht, die Leute zu etwas zu zwingen. Das heißt, wenn der Konfliktentscheider darf nicht am Konflikt beteiligt sein, das schließt einen Staat aus. Und man kann es auch auf vielfältige andere Weise erklären, da stelle ich dir jetzt einfach mal eine Frage. Kannst du ein Recht delegieren, das du selber nicht hast? Kannst du? Nee, grundsätzlich nicht. Ja, also du hast nicht das Recht, jemanden zu bestehlen. Ja, du hast nicht das Recht, jemanden Geld wegzunehmen. Aber bei einer demokratischen Wahl beauftragst du eine Partei, die anderen zu bestehlen, deine Mitbürger zu bestehlen. Wie kannst du ein Recht delegieren, das du selber nicht hast? Und da kommen wir eben zum wesentlichen, ganz wichtigen Unterschied. Haben wir, also weil deine Frage war, haben wir einen Rechtsstaat? Ich stelle eine provokantere These auf. Es geht nicht um Deutschland, liebe Staatsanwälte, es ist das libertäre Theorie, es geht um alle Staaten der Welt. Es gibt gar kein Recht in einem Staat. Denn was ist Recht? Also es ist das Naturrecht. Das Naturrecht besagt, ich darf dich nicht bestehlen und du darfst mich nicht bestehlen. Du darfst mich nicht töten, ich darf dich nicht töten. Das ist das Naturrecht, was auch jeder sofort versteht. Ja, niemand darf das. Ist ja klar. Niemand darf den anderen bestehlen. Aber das staatliche Recht, das sogenannte positive Recht, schafft zwei Klassen von Menschen. Das positive Recht sagt, alles, was der Staat beschließt, ist Recht. Dann sagen sie doch, ja, aber es darf nicht gegen die Verfassung verstoßen. Das sehen wir ja, dass das den Politikern egal ist. Das wäre jetzt nochmal ein anderer Punkt. Aber wir sehen ja, es gibt eine bestimmte Klasse von Menschen, die Politiker, die dürfen stehlen. Deswegen in Deutschland sind zum Beispiel politische Parteien von der Gesetzgebung gegen organisierte Kriminalität ausgenommen, weil die genau sehen, dass das, was der Staat macht, per Definition eigentlich organisierte Kriminalität ist, nämlich Leute mit Gewalt zwingen, Geld zu zahlen, Schutzgelderpressung. So, und du darfst es als Privatperson nicht, aber die Träger des Staates oder die Vertreter des Staates dürfen das. Das ist ja ein ständiger Dauerkonflikt. Und das bedeutet, das ist auch die Lehre von Hans-Hermann Hoppe, ich habe die dann noch ein bisschen, würde ich sagen, weiterentwickelt, in dem Sinne, dass das das eigentliche zentrale Thema ist. Die Libertären sagen zum Beispiel, mein Körper gehört mir, also auch die Früchte meiner Arbeit. Dir gehören die Früchte deiner Arbeit. Ich darf deine nicht stehlen und du auch meine nicht, sonst wäre das ja Widerspruch, sonst könnten wir uns gegenseitig ständig bestehlen. Aber mein Argument ist, das stimmt zwar, aber die Leute fragen sich ja zu Recht, ja, wie entsteht das Eigentumsrecht? Wie entsteht das? Fangen wir von vorne an. Gibt es ein Eigentumsrecht in einem Staat? Nein. Denn der Staat kannst du jederzeit wegnehmen. 70% Steuern und Abgaben, der kann dir Flüchtlinge, kann deine leere Wohnung beschlagen, auch Flüchtlinge einquartieren. Der kann dir, es ist ja kein Eigentum, wenn der Staat dir sagen kann, welche Heizung du einbaust. Das ist ja kein Eigentum. Das ist Eigentum von Staates Gnaden. Die logische Schlussfolgerung ist, Eigentum gibt es nur ohne Staat. Und das ist das, was ich, glaube ich, als erster rausgearbeitet habe in meinem Buch Sicher ohne Staat, ist, dass die Voraussetzung für die Entstehung von Eigentum ist die Abschaffung des Staates. Weil wenn es in einem Staat kein Eigentum gibt, dann gibt es entweder gar kein Eigentum oder es gibt nur Eigentum ohne Staat. Und da ist die nächste Frage, wie das dann vonstatten gehen soll, das fragen Sie natürlich viele. Aber erstmal darauf hinweisen, dass es ein logischer Widerspruch ist, ja? Dass die eine Klasse von Menschen, und die wird natürlich Konflikte schüren, immer mehr, weil sie sagt, ja, wir können die Leute auspressen, also erfinden wir auch immer wieder, zum Beispiel ganz kurz mit dem Klimawandel, mit dem Klimabetrug. Es ist nur eine Methode von vielen, um den Leuten Angst zu machen und ihnen Geld aus der Tasche zu ziehen.
Das ist nicht neu. Früher gab es den Ablasshandel. Die erfinden, der Staat arbeitet beständig daran, Ideologien zu finden, um den Raub zu rechtfertigen, damit die Leute nicht aufwachen. Aber wie, wenn ich da jetzt mal kritisch nachfragen darf, wie sollte das dann ohne Staat gehen, dass wir überhaupt, der Staat sind ja wir alle, heißt immer so schön, in der Praxis natürlich nicht, aber der Staat legitimiert sich ja durch Wahlen, durch Duldung, durch Abgabenzahlungen. Und der Staat ist dafür da, dass er die Angelegenheiten der Gemeinschaft regelt, sagen wir mal so. Ja, dass er Normen vorgibt, was den Straßenverkehr betrifft, dass man links fährt in einem Staat, im anderen rechts, dass man bei dem Kreisverkehr außenrum fahren muss und nicht gerade drüber, dass man Abgaben zu zahlen hat für Fernsehen, für Qualitätsfernsehen zum Beispiel, wie die GEZ-Gebühren oder ähnliches. Der gibt ja Rahmen vor. Und wie sollte man ansonsten die Allgemeinheit regeln? Würde nicht alles im Chaos untergehen? Also ich versuche es ja an einem ganz klassischen Beispiel klarzumachen, aber natürlich in meinem Buch führe ich viel mehr Beispiele an. Ja? Also in einem, wenn es keinen Staat gibt, gibt es nur Privateigentum. Keine Panik, Leute, es gibt trotzdem Naturschutzgebiete, da könnte man eine eigene Sendung machen, ja, die von privaten Organisationen verwaltet würden und so weiter. Das kommt immer als Einwand, das müssen wir erstmal außen vor lassen. Aber das muss man erstmal verstehen, es gäbe dann nur privates Eigentum. Stell dir vor, ein Einkaufszentrum, du betrittst ein Einkaufszentrum. Ein Einkaufszentrum hat Regeln, hat es ja auch heute, by the way. Hausregeln. Und da steht ja, du darfst uns nicht beklauen. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass die in der Privatrechtsordnung, dass die dazu sagen, wenn wir in einen Konflikt geraten, also wenn wir glauben, dass du uns beklaut hast, dann rufen wir entweder, sie sagen dieses Schiedsgericht an, ein bestimmtes Schiedsgericht, oder sie sagen, wir sind da und da versichert. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass man sich halt versichert und die Versicherung hat dann ein Portfolio von Schiedsgerichtsunternehmen und mit dem Gegner in dem Konflikt einigt man sich dann auf ein Unternehmen, das spezialisiert ist auf diese Art von Verbrechen. Ja, also bei Vergewaltigung gibt es so eine Privatrechtsordnung, neigt zur Spezialisierung, dann nimmt man ein Spezialgericht für Vergewaltigungen zum Beispiel. Und die wiederum existieren, weil sie faire Urteile treffen. Heute ist es ja so, den Staat kannst du nie auswechseln. Ja? Und jetzt nehmen wir mal dieses Beispiel mit dem Einkaufszentrum. Wenn die jetzt eine Versicherung auswählen oder ein Schiedsgericht, das unfair ist, dann gehst du nicht in das Einkaufszentrum. Das heißt, du legst dich überhaupt nicht auf Gebiete, wo du schon weißt, dass die Leute spinnen. Aber ein Einkaufszentrum will ja Leute da haben. Das heißt, es wird ein Angebot machen, sagen, hier, das ist unser Schiedsrichter, das ist meine Versicherung. Und das wird eine gute sein, weil sonst die Leute ja nicht kämen. Aber ich will jetzt noch einen schwierigeren Fall machen, weil bei Unternehmen ist es ja klar, wie es läuft. Ich mache jetzt mal einen schwierigen Fall. Nehmen wir mal an, ich lebe in einem Haus und da ist ein Nachbar und ich sehe auf der anderen Seite von dem Grundstück, wie jemand gerade versucht, eine Frau zu vergewaltigen. Ich laufe jetzt durch das Grundstück, um dieser Frau zu helfen. Erste Schwierigkeit, was ist, wenn der mich jetzt erschießt? Weil viele Libertäre behaupten ja, auf deinem Eigentum kannst du machen, was du willst. Das stimmt eben nicht. Das erkläre ich jetzt mit diesem Konfliktfall. Aber das ist ja dann ein Konflikt. Wenn der den jetzt von hinten erschießen würde, während er gerade über den Zaun raus will, würde ein neutraler Richter würde sagen, ja, den hättest du jetzt nicht erschießen dürfen. Das war ja klar, dass der gar nicht auf dich zuläuft. Es ist also nicht so, dass du auf deinem Eigentum machen kannst, wie du willst. Ja, was du willst, das führe ich noch näher aus. Jetzt kommt der nächste Schritt. Ich stelle also diesen Vergewaltiger, der versucht gerade die Frau zu vergewaltigen und ich haue ihm aufs Maul und er schwer verletzt zieht er ab. Was passiert jetzt in einer Privatrechtsordnung? Wir haben keinen Staat. Derjenige, den die Flucht geschlagen hat, der müsste sich ja irgendwo beschweren, dass ich ihm die Nase gebrochen habe. Wird er nicht machen, weil er ja dann zugibt, dass er da war und die versucht hat zu vergewaltigen. Aber was kann die Frau machen, die dann, sagen wir mal, die wurde auch verletzt schon dabei und so weiter, die macht nur eine Sache. Also es gibt ja immer zwei Fälle, du bist versichert oder nicht, du musst sie nicht versichern, aber es ist sinnvoll. Kostet weit unter 100 Euro im Monat, rechne ich vorher mal. Die ruft ihre Versicherung an und sagt, ja, hier hat gerade jemand versucht, mich zu vergewaltigen. In meiner Versicherungspolice steht drin, jetzt wird 1 Million Belohnung ausgesetzt auf die Ergreifung des Täters. Es kostet nichts. Und dann jetzt kommt der große Unterschied, dann merkst du schon den Unterschied. Jetzt geben die 1 Million raus für die Ergreifung des Täters. Das heißt, jede private Detektivagentur auf der Welt hat ein Interesse, den zu fangen. Siehst du schon den Unterschied zu einer Behörde heute?
Heute ist es völlig egal, ob der Polizist den Vergewaltiger schnappt oder nicht. Das macht gar keinen Unterschied, weil der wird ja gar nicht dafür belohnt. Aber in dem System wird derjenige, der eine Straftat aufklärt, belohnt dafür. Das ist ein völlig anderes System. Und ja gut, jetzt lasse ich mich erstmal einen Einwand bringen. Ja, also aber es ist natürlich trotzdem, wie du auch an diesem klassischen Beispiel zeigst, ein Schritt Richtung Faustrecht. Weil niemand der Frau hilft, wenn sie hier vergewaltigt wird, weil es gibt ja niemanden, der sich für die Allgemeinheit zuständig fühlt. Es gibt ja keine Polizei, die dann sagt, gut, wir können da jetzt einschreiten. Wenn jetzt nicht ein beherzter Bürger wie du hier ist, der sogar einen Rechtsbruch begeht und über das Grundstück, jetzt sind wir noch nicht bei der These, dass der dich abgeknallt hat, aber jetzt läufst du über das Grundstück und stellst den Mann unter Einsatz deines Lebens, denn du weißt ja nicht, ob er bewaffnet ist. Ja? Das ist jetzt ein sehr gutes Beispiel, sage ich mal, dass jemand wirklich sich für die Allgemeinen einsetzt, obwohl er nicht müsste. Aber was ist, wenn diese Bürger nicht hier sind? Bei Corona zum Beispiel habe ich ja oft gesehen und mitbekommen, wenn ich ohne Maske hier von der Obrigkeit angegangen wurde, dass viele still und heimlich unter ihren 7 Masken genickt haben. Ja? Aber letzten Endes hat sich nie jemand solidarisiert oder ich glaube nur einmal, der hier auch einschreiten würde. Also würde hier nicht so unter dem Motto Frechheit siegt, der Böse, der Kriminelle, der nichts zu verlieren hat, leichte Knie haben? Ja, so gesehen war mein Beispiel sehr gut gewählt. Die Polizei, die greift ja immer erst im Nachhinein an. Also du brauchst ja, also je nachdem, wo die Frau war, gibt es natürlich eine kleine private Security. Also bei einem Einkaufszentrum oder in der Nachbarschaft, in der Gated Community. Also Gated Community, das gibt es ja heute alles. Da ist es ja so, in der Gated Community gibt es eine private Security und so weiter. Und die würde natürlich eingreifen, und zwar eher als die Polizei. Das wird in der Gated Community, ist die Kriminalitätsrate in den umliegenden Staaten. Ich habe jetzt nur den schwersten Fall ausgewählt, dass jetzt gerade kein Sicherheitsmann in der Nähe ist. Und dann hast du einen viel besseren Schutz. Weil jetzt nehmen wir mal heute den Staat, da ist natürlich auch keiner da, da hilft auch keiner. Und dann kannst du danach noch zur Polizei gehen, die aber ein Monopolist ist und die kein Interesse hat. Aber in der Privatwirtschaft, sagen wir mal, ich hätte ihr nicht gehofft, es wäre niemand da gewesen, sie wäre Opfer des Verbrechens geworden, wie es ja auch der Normalfall ist, dass niemand dazwischen geht. Ja, aber dann ruft sie jetzt ihre Versicherung an und die ganze Welt jagt ihn, weil sie ein Interesse daran hat. Also die Situation ist viel besser als im Staat. Denkst du, dass dein Fall, um hier wieder zurückzukommen, dass dein Fall so nicht möglich gewesen wäre, wenn man in einem System ohne Staaten leben würde? Du hast dich trotzdem aufgrund der Liebe oder aufgrund des Klimas auf die Philippinen verbracht. Du lebst jetzt auf den Philippinen und nicht mehr in Deutschland und du kritisierst ständig zum Beispiel einen Pharmakonzern, einen x-beliebigen Pharmakonzern, der hier eine neue Gentherapie ausbringen möchte und du kritisierst von dort aus, dass das Biowaffen sind, dass das Massenvernichtungswaffen sind. Und der Pharmakonzern will das nicht, dass du das weiter betreibst. Ist ja auch sein Recht, dass er sagt, ich will das nicht und will dich unschädlich machen. Ja? Denkst du nicht, dass das auch dann ohne Staat gelungen wäre, vielleicht noch unschöner, wie das jetzt über den Staat gespielt wurde? Oder denkst du, dass man das hätte verhindern können? Ja, das ist ein super Beispiel. Also jetzt nehmen wir vielleicht die ganze Corona-Pandemie mal. Ja? Dann komme ich auch auf meinen Fall. Es gäbe die Pandemie ja gar nicht. Weil du, der Pharmakonzern oder jeder Konzern würde ja persönlich haften. Wie funktioniert das in dem Fall? Ja. Also Privatrechtsordnung, Unternehmen können nicht versichert sein. Ja, privat, irgendjemand, der im Wald wohnt, der muss sich nicht versichern. Ja? Wenn er glaubt, dass er kann auch übrigens, also wenn du nicht versichert bist, musst du halt bezahlen, die Strafverfolgung musst du selber bezahlen. Deswegen werden sich die meisten Menschen versichern. Aber ein Konzern kann sich, der muss ja Straßen betreten, der muss ja einkaufen und so weiter, der kann es sich nicht leisten, nicht versichert zu sein. Und die Versicherung, die schreibt ihm dann die Regel vor, dass er, weil die haftet dann für ihn und die sagt dann, und niemand nimmt ihm die Haftung ab. Das heißt, der Pharmakonzern würde für alle Schäden haften. Beziehungsweise die Versicherung würde dann sagen, nee, aber du stellst jetzt keine Biowaffe her, schon klar. Ja? Das heißt, wenn die beschuldigt würde, der Pharmakonzern, das ist eine Biowaffe, dann würde die Versicherung noch die Verteidigung bezahlen. Aber wenn die dann verlieren, dann muss natürlich der Pharmakonzern haften. Das heißt, es gäbe überhaupt keine Impfungen, weil wir ja alle wissen, dass die experimentelle Gentherapie Menschen tötet und nichts bringt. Das ist Fakt. Die würden das gar nicht erst auf den Markt bringen.
Und wenn sie es gar nicht erst auf den Markt bringen würden, gäbe es auch gar keinen Grund, eine Pandemie zu erfinden. Ja? Und nochmal mit der Pandemie, auch was, nehmen wir mal alles, es gibt gar keine Pandemie. Das ist, wir wären alle schon ausgestorben, wenn es das gäbe. Aber nehmen wir mal an, es gäbe Pandemien. Dann könnte dich niemand zwingen, ein Geschäftsinhaber zwingen, Masken zu verlangen, Impfen zu verlangen oder nicht. Aber es gäbe wahrscheinlich so Paniker, die würden halt Masken tragen. Es gäbe Geschäfte, die sagen, bei uns Maske. Gut, innerhalb kürzester Zeit würden die Leute alle dahin gehen, wo keine Masken getragen werden, weil sie merken, es fällt ja niemand tot um. Die würden pleite gehen, die mit den dummen Regeln. Wenn aber eine echte Pandemie unterwegs wäre, dann würden die Leute den Unternehmen die Heilmittel dagegen, und es gibt ja gegen die Grippe, Corona gibt es eigentlich nicht, aber es gibt ja gegen die Grippe Mittel, die sie versucht haben zu verhindern vom Staat, da würden die Leute ja freiwillig die kaufen. Die würden sich freiwillig, wenn sie krank sind, nicht rausbegeben, was ja auch normal ist, wenn du eine Grippe hast, dann gehst du gar nicht. So, also ohne Staat wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Aber jetzt, weil du jetzt ein bestimmtes Beispiel gemacht hast, das ich ja gut finde, nehmen wir mal an, in Ratingsordnung kritisiere ich einen Pharmakonzern. Ja? Also erstens, es ist kein, du kannst dagegen nicht klagen, weil du in der Privatrechtsordnung kannst du dagegen klagen, dass du einen Schaden anrichtest. Also ich muss den bestohlen haben oder das Gebäude geschädigt haben. Es gibt ja kein Gesetz gegen freie Meinungsäußerung. Es gibt kein Gesetz. Du darfst alles sagen. Es gibt Libertäre wie Murray Rothbard, die sagen, es gäbe überhaupt keinen Prozess. Nee, Murray Rothbard sagt, eventuell könnte Pfizer einen Prozess anstrengen, wo dann geklärt wird, ob die Anschuldigung stimmt oder nicht. Aber ansonsten darfst du sagen, was du willst, weil du ja niemandem wirklich was wegnimmst. Du bist ja nur versichert, also ich versichere mich ja, wenn ich mich jetzt versichere, ich versichere mich nicht dagegen, dass du mich nicht beleidigst, so eine Versicherung würde niemand anbieten, sondern dass du mich bestiehlst. So, also und jetzt kommt der Pharmakonzern, ich kritisiere den Pharmakonzern, und der Pharmakonzern, der würde mich ausschalten, das kann natürlich schon sein. Aber dagegen kann ich mich auch versichern, und zwar gäbe es spezielle Versicherungen, also das ist nochmal ein Riesenthema, aber zum Beispiel Erfinder, es gibt ja längst viel bessere Energieformen, ja, ich war vorsichtig zu sagen. Für solche Leute gäbe es eine extra Versicherung, weil die sind natürlich gefährdeter. Also du zahlst dann statt die 100 Euro, die ich gesagt habe, 100 ist für alles, also für das ganze Betriebssystem. Aber wenn eine normale Versicherung kostet 50 und du bist ein Erfinder, dann kostet die halt 500, aber dann werden nicht 10 Millionen ausgesetzt, wenn dir was passiert, sondern 100 Millionen. Und die 500 fallen entweder der Erfinder selber oder das Unternehmen, das dann interessiert ist, das Produkt rauszubringen. Und dann sind 100 Millionen darauf ausgesetzt, dass der Mörder, mein Mörder, gefasst wird. Da könntest du sagen, ja, was ist, wenn die bestechen? Die müssten alle Detektivagenturen auf der Welt bestechen. Und selbst wenn, sagen wir mal, einer fasst den Mörder, also einer, sagen wir mal, der Pharmakonzern hat den Kritiker da umbringen lassen und der Privatdetektiv kommt drauf, wer es war. Dann kann der den noch bestechen, aber es sind ja immer noch die 500 Millionen im Spiel. Dann besticht der den einen, der, wenn er schlau ist, verkauft die Information an den nächsten und sagt, nee, der war's. Es sind immer diese 500 Millionen im Spiel oder bei dem normalen Mordopfer 10 Millionen im Spiel. Das heißt, immer jagen alle den Mörder. Das ist eine viel bessere Situation als, was musst du beim Staat machen? Du gehst zum Staat hin und sagst, nee, hier, es wird gar nicht gehaftet. Und zahlen tut auch noch der Steuerzahler. Für Impfungen, die überhaupt nicht ausgegeben wurden. Eine ganz andere Situation. Ja, ich war am Flughafen Frankfurt festgesessen unlängst und da ist eine riesengroße Wand, da ist gar kein Platz mehr für die Fahndungsfotos. Ja, es interessiert aber keinen, es gehen alle nur dran vorbei. Ich könnte hier noch viele, viele Nachfragen setzen und ich hätte auch nein, noch viele nein, nein, ganz kurz, das ist heutzutage ja kein Problem. Also, okay. Also das ist heutzutage mit der Technik, du hast ja ein hervorragendes Buch über den Transhumanismus geschrieben, da habe ich auch empfohlen. Aber in der heutigen digitalen Welt, das Internet, das erleichtert diese ganze Sache. Ja? Da hätten dann spezialisierte Detektivagenturen, hätten dann die Informationen schon. Und im Gegensatz zu diesem mit den Fahndungsplakaten, da hat ja keiner ein Interesse dran. Ja, Niemand hat keiner, das doch jeder von geht mir vorbei, ja. Gesprochen. Aber wenn es Geld dafür gibt, das Ja, ist ein ja. ökonomisches System. Ja? Also die Argumente sind interessant. Was ich sagen wollte, ist, wir könnten eine 2-Stunden-Diskussion führen oder ein Gespräch oder ein Interview und ich habe immer wieder Fragen, denn es gibt ja auch natürlich die These, dass man sagt, ja, wäre der Staat nicht zu korrupt und wären die Personen, die oben sitzen, so mit der Konzernmafia verstrickt und den internationalen transatlantischen Netzwerken, dann würde es diese Exzesse ja auch gar nicht geben. Ja? Aber natürlich, das ist die große Frage, wohin geht die Reise, wohin gesundet die Welt? Im Moment, denke ich, haben alle ein Interesse, dass es besser wird, dass es mehr an den Menschen orientiert wird, was die Gemeinschaft tut. Denn ansonsten wird es kein Fortkommen geben. Im Gegenteil, es wird sogar einen
einen furchtbaren Untergang geben in den nächsten Jahren, denn die Enteignung schreitet voran, die entsprechend körperlichen Angriffe werden mehr, importiertes explosives Material, muss man ja sagen, wird hier immer mehr und durch die Kriege spitzt sich das alles zu. Also es wird radikale Lösungen geben, denke ich, in Zukunft. Die Frage ist, wohin geht die Reise? Und das sind ja alles Beiträge von dir und von anderen Personen, die hier eine Diskussion anstoßen wollen. Und ich glaube, das ist ja auch euer Ziel. Vielleicht eine abschließende Frage: Was wird jetzt noch in deinem Fall gemacht? Im Fall Oliver Janich, was erwartest du in den nächsten Monaten? Das ist meine Abschlussfrage. Ja, also ja, gerne machen wir da mal eine 5-Stunden-Sendung, weil sich da natürlich viele, viele Fragen auftun, aber in meinem Buch Sicher ohne Staat wird das alles schon, kostet nur 5 Euro, also ich verdiene daran nichts, also das E-Book. Aber ja, wo geht es in meinem Fall hin? Also, es, wie gesagt, das Verfassungsgericht hat jetzt den Eingang bestätigt. Gehst du bei dem Verfassungsgericht, dass wir haben davon aus, dass wir recht geben? Ich nicht. Meine Anwälte auch nicht. Und dann ist der nächste Schritt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Weil das ist wirklich das rechtliches Gehör zu finden, ist ein fundamentales Menschenrecht. Und der EuGH hat ja schon geurteilt, dass die deutsche Justiz nicht unabhängig ist. Aber es kommt darauf an, wie wichtig ich bin. Also, oder wie wichtig meine Art Fall ist. Wenn der EuGH meint, die haben ja das Problem, dass die dann sagen, ja, wenn wir solche Leute nicht fangen können, dann können die einfach da erzählen, was sie wollen und so weiter. Deswegen haben die natürlich ein großes Interesse, eigentlich das auch abzuschmettern, aber es wird schwer zu begründen sein. Das heißt, wenn überhaupt, denke ich, haben wir beim EuGH oder beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Chance. Und aber ist natürlich alles super teuer. Ja? Also bitte beachtet die Werbung in meinem. Ich habe einmal zu Spenden aufgerufen, während ich im Gefängnis war. Ich versuche es jetzt zu finden. Es kam nicht das rein, was ich bisher schon ausgegeben habe. Ja? Mainstream berichtet totaler Quatsch darüber. Aber beachtet meine Werbung, weil das ist alles super teuer. Und ich mache das nicht für mich, ich mache das auch. Ich mache das vor allem. Meine Frau wird am liebsten, die sagt: Lass doch den ganzen Scheiß. Ja? Wir brauchen das nicht. Du brauchst doch nicht mehr aufklären, du hast genug aufgeklärt. Das stimmt. Ich habe genug aufgeklärt, ich brauche die Scheiße nicht. Aber ich kämpfe das deswegen durch, damit das nicht anderen auch passieren kann. Weil dann wäre das ein für alle Mal geklärt, wenn du einfach jemanden in den schmeißen kannst und dann sagen, nur weil der dann nichts dagegen macht, dann haben wir am Schabittel. Ja. Wenn die damit durchkommen, das ist der absolute Wahnsinn. Deswegen hoffe ich, da braucht es dann auch natürlich neue Anwälte für den Europäischen Gerichtshof und eigentlich für Verfassungsgericht bräuchten wir auch schon wieder neue, ja. Keine Ahnung, soweit sind wir. Wir machen immer Step by Step. Ich fürchte, dass bis da ein Urteil gefällt, das ist meine Bewährung so oder so rum. Und dann haben sie mich in der Zeit sozusagen mundtot gemacht. Aber ich kann so viel versprechen, wenn es irgendwie entscheidende Informationen gibt, die ich habe, dann werde ich die jetzt nicht verschweigen. Ich mache nur nicht mehr so lange oder habe jetzt lange keine großen Erklärvideos gemacht, wo man sich verhaspen kann, aus Versehen was Falsches sagen kann. Aber es ist nicht so, dass es irgendwelche wichtigen Informationen nicht noch gibt auf meinem Kanal dann. Ja, Bewährungsstrafe für Oliver Janich. Du kämpfst weiter. So sieht man, wie ein System auch agieren kann. Wie Leute hier versucht werden, klein zu halten oder ganz aus dem Verkehr zu ziehen. Das brauchen wir heute nicht mehr in die Länge bringen. Viele kennen die Beispiele. Es werden ja auch noch die Ärzte, die Maskenatteste ausgestellt haben, heute noch vor Gericht gezerrt und zu hohen Haftstrafen verurteilt. Also es ist nicht so, dass man bedenkenlos sagen kann, was man möchte. Eine jüngste Umfrage hat ja auch ergeben, dass ein Großteil der Deutschen ganz genau darauf achtet, was sie sagen. Denn sie sagen selbst, man kann in diesem Land nicht mehr sagen, was man möchte, ohne Gefahr zu laufen, ausgegrenzt oder gar verfolgt zu werden. Ich glaube, es war wichtig, dass wir darüber gesprochen haben. Wir haben die Zeit gesprengt, weil wir dann auch noch einen kurzen philosophischen oder gesellschaftlichen Exkurs gemacht haben Richtung Staat oder Nichtstaat. Und ich danke dir, Oliver Janich, für die Zeit und für dieses exklusive Gespräch. 16 Monate nach dem letzten Versuch. Und wir bleiben dran und werden weiter über deinen Fall berichten, wenn es hier Neuigkeiten gibt. Danke, alles Gute an dieser Stelle auf die Philippinen. Ja, ich danke dir, Stefan, und dem ganzen Team von Auf 1 wünsche ich natürlich den größtmöglichen Erfolg. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Auch Ihnen, werte Zuseher, beim nächsten Mal beim großen Interview hier bei Auf 1.